Hier ist der zweite Teil der Anleitung, wie ihr diese süße Babykappe selber nachhäkeln könnt. In diesem Teil seht ihr, wie ihr die Kappe zur Runde verbindet und die Abschlussrunden am Hinterkopf macht. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und gutes Gelingen. Mein Stück ist jetzt nach 11 Reihen ungefähr 8,5 cm hoch und ich bin am Ende einer Reihe auf der Vorderseite und wäre somit bereit, hier jetzt zur Runde zu schließen und ab jetzt dann im Kreis die Abnahmen zu machen. Bevor wir die zwei Endstücke zur Runde schließen können, ist es sehr wichtig, dass wir zuerst nachzählen, wie viele Maschen es jetzt insgesamt sind, um dann auszurechnen, wie viele Maschen wir noch hinzufügen müssen, hier als Luftmaschen, damit die Zahl durch 6 teilbar ist. Zuerst einmal zählt alle Maschen hier in der letzten Reihe ab, wie viele es bei euch sind. Bei mir sind es 69. Bei mir sind es aktuell 69 Maschen. Bei euch können es mehr oder weniger sein, je nachdem, ob ihr eine andere, eine kleinere oder vielleicht eine größere Wolle nehmt. Und jetzt für die Abnahmen ist es sehr wichtig, dass die Zahl durch 6 teilbar ist. 69 ist nicht durch 6 teilbar, aber die nächsthöhere Zahl, die durch 6 teilbar ist, wäre 72. Es sollten auch zwischen der aktuellen Maschenzahl und der Maschenzahl, die als nächstes durch 6 teilbar ist, mindestens 2 Maschen Abstand sein. Ich möchte ein paar Luftmaschen hinzufügen. Es können 6 Luftmaschen sein, die ihr hinzufügt, oder 7 Luftmaschen. Wenn man das weglässt, wird es sonst zu eng am Hinterkopf. Deswegen solltet ihr Minimum 2 Maschen zunehmen. Mal angenommen, eure Maschenzahl, die ihr gerade abgezählt habt, wäre 71 und die nächsthöhere Zahl, die durch 6 teilbar ist, ist 72. Dann nehmt nicht 72, sondern nehmt noch eine höher. Das wäre dann 78. Und somit würdet ihr 7 Maschen hinzufügen. Es spielt keine so große Rolle, ob ihr 3, 4, 5, 6 oder 7 Maschen hinzufügt. Hauptsache, es sind ungefähr 1 bis 2 cm. Ich werde jetzt, da mir hier 3 Maschen fehlen, 3 Maschen hinzufügen, um auf 72 zu kommen. Der Grund, warum eure Maschenzahl durch 6 teilbar sein sollte, ist, weil wir ab jetzt in jeder Runde Maschen abnehmen werden. Ich zeige es euch hier an meinem Beispiel. Meine Maschenzahl ist jetzt 72. Wenn ich 72 durch 6 teile, kommt 12 raus. Und somit weiß ich, dass ich in der ersten Abnahmerunde jede 11. und 12. Masche zusammenhäkeln werde. Immer an dieser Position. Somit wird die Runde exakt aufgehen. In der Folgerunde werde ich eine Masche früher schon zusammenhäkeln. Das wäre dann jede 10. und jede 11. Masche. Und so wird es von Runde zu Runde immer eine Masche früher werden, bis am Ende nur noch 6 Maschen übrig sind. Bei euch kann das eine andere Position sein als bei mir, je nachdem, welche Maschenzahl bei euch die Ausgangszahl war. Mal angenommen, eure Maschenzahl war, wie im vorherigen Beispiel, 78. Wenn ihr 78 durch 6 teilt, kommt dabei 13 raus. Und somit wisst ihr, dass ihr in der ersten Reihe jede 12. und 13. Masche zusammenhäkeln müsst. Rechnet euch das aus, an welcher Position ihr in der ersten Reihe die Maschen zusammenhäkeln müsst. Und ich zeige euch, wie das jetzt hier in diesem Fall bei mir aussieht. Das hier war die letzte Masche, die ich gehäkelt habe. Ich füge jetzt also 3 Luftmaschen hinzu und schaut darauf, dass diese 3 Luftmaschen möglichst locker und weit sind. 1, 2 und 3. Hier sind jetzt also meine 72 Maschen, die durch 6 teilbar sind. Und jetzt kann ich die andere Seite nehmen, das andere Eck, und zur Runde verbinden. Um zur Runde zu verbinden, macht ihr hier in diese allererste Masche der gegenüberliegenden Seite eine Kettmasche rein. Und zwar nehme ich dazu die 2 hinteren Stränge. Vielleicht gehen die ein bisschen schwerfällig rein. Macht euch keinen Kopf, diese erste Verbindungsmasche wird man kaum sehen. Eine Kettmasche macht man, indem man einfach den Arbeitsfaden durch die eine Masche zieht und durch die Masche, aus der man kommt. So ist es jetzt zur Runde verbunden. Und jetzt beginne ich mit meiner ersten Abnahmerunde. Wir haben uns vorhin ausgerechnet, dass ich bei meiner Maschenzahl von 72 in dieser ersten Runde
jede 11. und 12. Masche zusammenhäkeln möchte. Also fange ich an mit meinen halben Stäbchen, die ich ab jetzt immer in die hintere Lasche einstechen werde. Meine erste Masche, die zweite, die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, das hier ist die 10. Masche und hier kommen jetzt als nächstes die 11. und die 12. Masche, die ich zusammen häkeln will. Dazu nehme ich meinen Umschlag, steche zuerst in die 11. ein, habe hier 3 Laschen auf meiner Nadel und steche als nächstes aber in die 12. Masche ein und habe 4 Laschen auf der Nadel und ziehe jetzt den Arbeitsfaden durch alle 4 durch. Und so werden Maschen zusammengehäkelt. Und ab jetzt wiederholt sich der Ablauf nur noch. Das ist die erste Masche, die zweite, dritte, das hier ist die 10. Masche gewesen. Und jetzt werden wieder die 2 nächsten, die 11. und die 12. zusammengehäkelt. Ich steche zuerst durch die eine ein, dann durch die nächste, habe 4 auf der Nadel und ziehe den Arbeitsfaden durch alle 4 durch. Insgesamt werdet ihr 6-mal in einer Reihe Maschen zusammenhäkeln, deswegen der Faktor 6 auch. Macht das, bis ihr ans Ende der Reihe kommt. Ich bin jetzt 4 Maschen vom Ende meiner Runde entfernt und wäre hier an dem Übergang. Ich werde euch zeigen, wie ich den mache. Als nächstes kommt die 9. Masche in meiner Runde und ich steche hier jetzt in die Rückseite der Masche ein. Also man sieht hier, versuche es euch zu zeigen, das hier ist eine Masche, das hier ist eine Masche und hier vorne auch. Und ich steche jetzt nicht in die Mitte der Masche ein, sondern hier von hinten, wenn wir umdrehen, ist so eine kleine Lasche, da hinten steche ich ein. Das hier ist jetzt also meine 9. Jetzt kommt die 10. Hier ist die 10. gewesen. Und jetzt würde die 11. und 12. kommen, die ich zusammen häkle. Hier kommt jetzt also die 11. Macht euch keinen Kopf, wenn ihr hier hinten nicht so genau sehen könnt, wo ihr einstecht. Es ist nicht so wichtig. Es spielt wirklich keine so große Rolle. Es kann natürlich sein, dass hier diese Verbindungskettmasche, die 12. bei mir, dass die ein bisschen enger ist. Macht nichts. Nehmt einfach eine Lasche von da hinten. Das ist voll okay. So. Habe jetzt durch alle 4 Laschen durchgezogen. Somit ist meine erste Runde beendet. Ihr könnt hier auch jetzt, bevor ihr weiter häkelt, einfach den Anfangsfaden nehmen und ihn euch hier so reinlegen oder auch ein anderes Stück Wolle reinlegen. Einfach als Markierung, wo genau eure Runde endet und aufhört. Und jetzt einfach beginnen, die zweite Runde zu häkeln. Hier ist meine erste Masche. Ich steche in die hintere Lasche ein. Mein erstes halbes Stäbchen, hier ist mein zweites und so weiter, bis ich zur 9. Masche komme. Hier war gerade meine 9. Masche, als nächstes kommt die 10. und die 11. Das hier ist meine 10. Masche und als nächstes kommt die 11. Und das macht ihr wieder bis ans Ende der Reihe. Jede 10. und 11. Masche in meinem Fall zusammenhäkeln. Ich komme jetzt hier ans Ende der zweiten Abnehmrunde. Als nächstes kommt die 8. Masche bei mir. Dann die 9.
und die 10. und 11. werden zusammengehäkelt. Somit ist meine zweite Runde beendet. Ihr könnt hier den Markierungsfaden, falls ihr euch einen reingelegt habt, rausnehmen und wieder an das neue Ende eurer Runde reinsetzen. Und jetzt einfach mit der nächsten Abnahmerunde weitermachen. In der Runde zuvor habe ich jede 10. und 11. zusammengehäkelt, jetzt in der dritten Runde wieder eine früher, also jede 9. und 10. Macht es ab jetzt immer weiter, Runde für Runde, immer in jeder Runde immer eine Position früher, bis ihr am Ende nur noch 6 Maschen übrig habt und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So sieht die letzte Runde aus und hier kann man deutlich 1, 2, 3, 4, 5 und hier ist die letzte 6. Masche abzählen. Bevor wir abschneiden, würde ich jetzt hier noch in die nächste hintere Lasche eine Kettmasche reinmachen und dann den Faden abschneiden und den abgeschnittenen Faden dann einfach durch die bestehende Masche durchziehen. Jetzt nehmt ihr eure stumpfe Stopfnadel, fädelt das Ende ein und jetzt kann man mit der Nadel durch jede Masche durchstechen und damit den Arbeitsfaden mit jeder einzelnen Masche verbinden und dann am Ende einfach den Faden anziehen. So. Jetzt führe ich den Faden nach innen, drehe es auf links. Hier auf der Innenseite vernähe ich jetzt einfach vorsichtig den Schlussfaden, ohne einen Knoten zu machen, damit das Baby später nicht auf dem Knoten liegt und es vielleicht unbequem ist. Dazu steche ich einfach hier in ein paar Maschen ein, am besten auch in das Garn, um den Schlussfaden gut zu verankern. Dann wechsle ich die Richtung und nähe den Faden in die entgegengesetzte Richtung ein. Und nochmal in die andere Richtung. Und so müsste der Faden, auch wenn ich jetzt keinen Knoten gesetzt habe, müsste der gut verankert sein und nicht mehr aufgehen. Normalerweise würde ich jetzt die Stelle verknoten. Mir ist es aber einfach wohler, wenn ich weiß, dass hier hinten kein Knoten ist und nichts Hartes, auf dem das Baby liegen kann und das vielleicht Druckstellen abgibt oder unbequem ist. So, und wenn ihr der Meinung seid, dass das gut verarbeitet ist, schneidet einfach das Reststück knapp ab und ihr seid hier mit den Abnahmen dann soweit fertig. Das sieht jetzt von der Seite hier vielleicht ein bisschen zu spitz aus, aber sobald es dann auf dem Köpfchen ist, ist es ganz flach und ganz angenehm. Die Kappe wäre damit auch fast fertig. Was wir jetzt noch machen, ist hier natürlich vorne die Schlaufen hinmachen und hier unten noch eine Abschlusskante, die ein bisschen hübscher aussieht und sich auch bequemer für das Baby dann anfühlen wird. Ihr seid mit der Kappe fast fertig. Alles, was euch fehlt, ist noch der Abschlussrand und die Bändel vorne. Um zu sehen, wie man diese zwei Sachen macht, klickt dazu einfach auf den dritten und letzten Teil, entweder hier im Fenster oder unten in der Infobox. Und wir sehen uns gleich im letzten Teil wieder.